Und nun rufe ich auf den Einzelplan 05 Justiz. Es beginnt die SPD. Der Kollege Gerald Kummer hat das Wort. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Beginnen möchte ich heute zunächst einmal damit, dass ich einen großen und herzlichen Dank sage an die mehr als 15.000 Beschäftigten der hessischen Justiz. Herzlichen Dank an alle, die trotz der widrigen Rahmenbedingungen engagiert eine tolle Arbeit leisten und ihr Mögliches tun, um die Justiz am Laufen zu halten. Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, gebührt unser Dank, und Sie sind es ausdrücklich nicht, an die sich meine heutige Kritik richtet. Es ist, und so muss es auch sein, die politische Spitze, die auch die politische Verantwortung trägt. Die politische Verantwortung dafür, dass es negative Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten in unserem Land in der Justiz gegeben hat. Die Verantwortung dafür, dass es Missstände gibt innerhalb der Justiz. Und auch dafür, dass es Probleme gibt und dass auch Fehler gemacht werden. Das ist die Verantwortung der politischen Spitze. Und ich erwarte, Kolleginnen und Kollegen, dass die Spitze ihrer Verantwortung endlich auch gerecht wird. Es ist Fakt, Kolleginnen und Kollegen, in allen Bereichen der hessischen Justiz herrscht ein großes Ungleichgewicht zwischen Arbeitsaufkommen einerseits und Personal, dieses Arbeitsaufkommen zu bewältigen, andererseits. Es ist Fakt, der Mangel an Richtern und Staatsanwälten und Servicepersonal führt zu ungeheuren Verfahrensverzögerungen und zu Fehlern. Zuletzt, und ich will es an einem Fall klarmachen, zuletzt drastisch und exemplarisch auch der Fall der Freilassung des verurteilten Frankfurter Salafisten Bilal Gümüş aus der Haft. Grund dafür ein zu spät geschriebenes Protokoll. Meine Damen und Herren, in früheren Blütezeiten des Landes Hessen, also vor 20 Jahren und darüber hinaus, als auch vor der CDU-Führung, hätte es bei einem solchen Vorgang dazu geführt, dass die Minister die persönlichen Konsequenzen gezogen hätten. Kolleginnen und Kollegen, was ist das eigentlich Schlimme daran? Diese Situation, sie fördert den Frust der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und sie gefährdet, und das ist mindestens genauso schlimm, das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat und damit letztlich, und das ist dramatisch, das Vertrauen auch in unsere Demokratie. Und dagegen müssen wir etwas tun. Und dazu kommt, nach der Aussage des Hessischen Richterbundes werden sich die Probleme weiter verschärfen. In den nächsten 10 Jahren werden 40% aller Richterinnen und Richter in Ruhestand gehen. Laut Richterbund fehlen heute in Hessen schon 300 Richter und Staatsanwälte. Schauen wir in einen anderen Bereich der Justiz, schauen wir in den Bereich der Rechtspflege. Dort ist der Personalmangel besonders drastisch und dramatisch. Auf Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, liebe Kolleginnen und Kollegen, da lastet an manchen hessischen Gerichten eine Arbeitsbelastung von, man glaubt es kaum, 180%. Ich habe einmal im Ausschuss gefragt, wie man sich das überhaupt vorstellen kann. Aber die Antwort ist die Ministerin schuldig geblieben. Ich kann mir das nicht vorstellen. Drückt man dies in Stunden aus, 180% Arbeitsbelastung, heißt das, dass jeder Rechtspfleger und jede Rechtspflegerin am Tag 14,4 Stunden arbeiten müsste. Die durchschnittliche Arbeitsbelastung aller Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger im Lande Hessen liegt bei 140%. Das geht nicht. 100% Bezahlung, Vergütung heißt 100% Arbeitsbelastung und nicht 140%. Bezeichnend und Beweis für diesen Zustand ist auch, dass in den letzten 10 Jahren im Bereich der Rechtspflege nicht ein Antrag auf Teilzeitbeschäftigung bewilligt werden konnte. Ein weiteres aktuelles Problem, die Realität nämlich, qualifizierte Arbeitskräfte, egal ob Richter, Rechtspfleger oder etwa Justizvollzugsbeamte, sie wechseln in Tätigkeiten außerhalb des Staatsdienstes. Warum tun sie das? Das sind die schlechten Arbeitsbedingungen, das ist die viel zu hohe Dauerbelastung in der Justiz, und es sind die geringen Entwicklungsmöglichkeiten und Entwicklungschancen, die sie haben. Die Privatwirtschaft, sie lockt. Die Privatwirtschaft, sie lockt mit besseren Gehältern und schnellerem Aufstieg. Dieser schlimme
und zugleich gefährliche Zustand. Auf was ist er zurückzuführen, Kolleginnen und Kollegen? Das muss gesagt werden, auch heute. Er ist zurückzuführen auf die Stellenstreichungen der CDU-geführten Landesregierungen in den Jahren 2010 bis 2016. 650 Stellen sind in der Justiz in diesem Zeitraum gestrichen worden. Ja, seit 2017 gibt es wieder eine Aufstockung. Das ist so. Aber, Kolleginnen und Kollegen, selbst mit dem Haushaltsentwurf 2020 erreichen wir nicht den Personalstand, den es 2010, als dieses Abbauprogramm begonnen wurde, den es 2010 gegeben hat. Nicht den Personalstand heute, selbst heute nicht den Personalstand von 2010. Und da kommt noch etwas dazu, und das ist doch für alle eigentlich nachvollziehbar. Seit 2010 sind die Anforderungen erheblich gestiegen, auch in der Justiz. Und seit 2010 gibt es deutlich gestiegene Verfahrenszahlen. Das sieht eigentlich jeder, dass es jedem leuchtet dies ein, jedem ist das klar, nur offensichtlich nicht der Ministerin in ihrem Ministerium. Was macht sie? Sie überhört die Hilferufe der Berufsverbände und sie überhört die Hilferufe der Beschäftigten. Die Folge ist, sie erhöht zwar Stellen, aber dies nur tröpfchenweise. Sie rühmt sich einerseits eines Justizaufbauprogramms und damit auch eines Stellenaufbauprogramms, aber nachgefragt hat der Staatssekretär bei der kursorischen Lesung eingestehen müssen, auf meine Nachfrage, dass es dieses Aufbauprogramm eigentlich gar nicht gibt, so wie man sich ein Aufbauprogramm vorstellen muss. Ein Aufbauprogramm zeichnet sich doch dadurch aus, dass es ein Programmbeginn hat, ein Programmende nach einem gewissen Zeitraum und dass man den einzelnen Schritten feststellen kann, wie weit ist ein Aufbauprogramm verwirklicht. Dazu gefragt bei der kursorischen Lesung habe ich die Auskunft erhalten, ein solches Aufbauprogramm gibt es nicht. Also, das heißt doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, Personalaufbau, tröpfchenweise, der momentan stattfindet, erfolgt je nach Kassenlage. Also Personalpolitik nach Kassenlage nicht nachvollziehbar, insbesondere nicht für dieses Parlament. Und ich denke, wir hätten das Recht dazu, dies zu erfahren. Was macht die größte Oppositionsfraktion in diesem Hause, die SPD-Fraktion? Wir sind es, die die Hilferufe und Forderungen der Beschäftigten und auch der Berufsverbände sehr ernst nehmen. Wir sind es, die die Menschen anhören, zu ihnen gehen und uns die Probleme vor Ort in der praktischen Arbeit schildern lassen. Und wir greifen dies auch auf. Und das sehen Sie auch an den Änderungsanträgen, die wir zum Haushalt 2020 gestellt haben. Wir legen ein Stellenaufbauprogramm vor, das den Namen verdient, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dieses Programm heißt, dass wir in den nächsten sechs Jahren insgesamt 1.500 zusätzliche Stellen schaffen wollen in der hessischen Justiz, nicht pauschal, sondern heruntergebrochen auf die einzelnen Arbeitsbereiche und die Gerichtsbarkeiten, unter Berücksichtigung der konkreten Aufgaben und auch der konkreten Belastungen in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen. In diesem Jahr, Haushaltsjahr 2020, sind dies insgesamt 252 zusätzliche Stellen, Ausbildungsstellen, Rechtspfleger, Richter, Staatsanwälte, Justizvollzugsbeamte bis hin zu Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Das ist ein Haushaltsvolumen von rund 8 Millionen Euro, berechnet auf ein halbes Jahr. Und ich denke, das ist ein Haushaltsvolumen, das dieses Land wirklich schultern kann. Bei Berücksichtigung, Kollege Kummer, denkst an die Zeit. Am Ende. Bei Berücksichtigung des Gesamthaushalts von rund 30 Milliarden sind das 0,03%, und ich denke mal finanzierbar. Es ist auf alle Fälle gut angelegtes Geld für die Stärkung der Justiz, unseres Rechtsstaats und um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und wieder herzustellen. Danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Kummer. Das Wort hat die Frau Abg. Förster-Heldmann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Uhr läuft nicht. Ah, jetzt, okay, vielen Dank. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Uhr läuft nicht, weil Sie nicht gesagt haben, sehr geehrter Herr Präsident. Dann schalten wir es erst ein. Ich
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, so viel Zeit muss sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte ganz, und das meine ich jetzt wirklich auch so ehrlich, einer engagierten Ministerin, die für ihr Ressort sehr viel Engagement immer bereithält, danken, Frau Eva Kühne-Hörmann. Ich finde, Sie gehen mit sehr viel Engagement, sehr viel Transparenz. Und diejenigen Menschen, die ab und zu mal in unseren Ausschuss gehen, werden merken, dass dort nie eine Antwort versäumt wird und möglicherweise die Antworten, die Sie bei der kursorischen Lesung gesucht haben, standen vielleicht auch da gar nicht drin. Zu den 1.500 Stellen, Herr Kummer, möchte ich Folgendes sagen. Das ist genau das Wunschkonzert, das Sie auch immer im Bereich Wohnen, das ist ja der andere Bereich, wo Sie dieses Wunschkonzert sozusagen immer singen. Aber Sie wissen auch, weil Sie selbst im Richterwahlausschuss sind, wie schwierig das ist im Augenblick, egal in welchem Bereich, ob es Lehrer sind, ob es Wohnungen sind, also Sachgegenstände, ob es andere Bereiche sind, wie schwierig das ist, all dieses zu erfüllen. Und eines hilft ganz sicher nicht. Wenn man vorher eine Chimäre aufbaut über das, was man gerne hätte, und nicht an den tatsächlichen Anforderungen arbeitet. Und ich möchte ganz klar dazu sagen, dass wir, wenn wir heute ins Ausland schauen, wenn wir heute zum Beispiel nach Polen schauen, dann stellen wir fest, wie wichtig unser rechtsstaatliches System ist und die Verteidigung dessen. Ein System, das auf Gewaltenteilung basiert, und ein System, in dem die Justiz eine ganz beachtliche Säule darstellt. Und ganz wichtig ist mir, dass Justiz natürlich in Zeiten wie diesen mit besonderen Anforderungen ausgesetzt ist und vor allen Dingen auch der Schutz unserer freien und offenen Gesellschaft gegen Extremisten und Terroristen gewährleisten muss. Die Verteidigung unserer verfassungsrechtlichen Werte, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, all dies sind Aufgaben, die nicht allein, und das ist mir ganz wichtig, nachdem wir heute den Einzelplan 1 auch besprochen haben, die nicht allein den Sicherheitskräften obliegen kann. Deswegen dürfen wir das Thema Justiz nicht als ein Nebenthema betrachten, sondern als ein ganz wesentliches Thema und genau daran arbeiten. Denn auch die Sicherheitskräfte brauchen einen Rahmen, der gesetzmäßig verankert ist und der durch unabhängige Staatsanwälte und Richter gewährleistet wird. Und Toleranz und Respekt sind die Grundwerte unserer freiheitlichen offenen Gesellschaft. Um diese Grundwerte zu schützen, brauchen wir auch eine unabhängige und starke Justiz. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, investieren wir. Wir investieren in ein Justizaufbauprogramm. Da kann man sich jetzt darüber streiten, ob es alles richtig oder falsch ist. Ist ein mit 160 neuen Stellen, die auch in den Jahren fortgeschrieben wird. Es ist auch ein Punkt der Nachwuchsförderung, die Verbeamtung der Rechtsreferendare. Auch da folgen als Anreize noch einmal niederschwellige Angebote wie Rechtsklassen innerhalb der Schulen. Wir haben die Zentralstelle für Internetkriminalität. Dieser bekommt eine besondere Rolle zugeschrieben, nämlich in einem Bereich, zu dem wir, die meisten von uns, keinen Zugang haben, der uns sozusagen verschlossen ist, wirkt diese Zentralstelle. Ich sage nur das Thema Kinderpornografie, das sind ja Erfolge verbrieft, aber auch Beleidigungen, Bedrohungen im Netz sind ganz wichtige Dinge, die für unser Alltagsleben auch wichtig sind. Illegaler Handel von Dingen, zu denen die meisten von uns auch keinen Zugang haben, auch das findet dort statt. Also diese Stelle ist wichtig, aber neben dieser Stelle auch die Ausweitung des Opferschutzes, für die wir Hessen bundesweit auch bekannt sind und darauf aufbauend eben jetzt neu auch der Opferschutzbeauftragte. Auch die Stärkung des Justizvollzugs mit der Deradikalisierung, viele kleine Stellschrauben, die im Bereich der Justiz
einfach wichtig sind, um neuen Anforderungen in diesem Bereich auch gerecht zu werden, und nicht zuletzt der Ausbau der Häuser des Jugendrechts, die ein Zeichen auch dafür sind, wie sich Justiz den gesellschaftlichen Anforderungen stellen kann und neue Möglichkeiten findet. Bei all diesem Engagement, liebe Kolleginnen und Kollegen, dem großen finanziellen Einsatz, der auch weitergetragen wird, geht es uns darum, weiter für eine starke Justiz zu kämpfen, weiter dafür zu kämpfen, dass wir eine starke Säule innerhalb unserer Gewaltenteilung haben. Insofern bitte ich um Ihre Zustimmung heute Nachmittag, wenn wir abstimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser-Hildmann. Das Wort hat der Abg. Wiesenbach, AfD-Fraktion. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Eine gut funktionierende Justiz ist kein Nice-to-have für Gerechtigkeitsfans oder Philosophen. Sie ist vor allem auch ein ganz entscheidender Wirtschaftsfaktor. Alle mittleren und großen Investitionsentscheidungen hängen nicht zuletzt auch von Rechtssicherheit und Rechtsdurchsetzbarkeit ab und unterbleiben, wo beides nicht hundertprozentig gewährleistet ist. Lange Verfahrensdauern sind Gift für Wirtschaft und Wohlstand. Rechtssicherheit hat ihren Preis. Die Justiz und ihre Angehörigen sind uns wichtig. Richter, Staatsanwälte, Rechtspfleger, Gerichtsvollzieher und all die vielen anderen in der Justiz in den verschiedensten Rollen und Funktionen Beschäftigten, die ja alle tagtäglich hervorragende Arbeit leisten und dabei besondere Herausforderungen zu stemmen haben, haben unsere Hochachtung, unsere Wertschätzung, unseren Dank, unsere Sympathie und unsere Unterstützung. Aktuell bereiten dem Richterbund Hessen vor allem die Gewinnung des Nachwuchses und die personelle Ausstattung der hessischen Justiz Sorgen. Nicht nur für die Zukunft, sondern bereits jetzt müssen wir sowohl bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften als auch im Justizvollzug die demografische Entwicklung in den Blick nehmen. In den nächsten Jahren scheiden außergewöhnlich viele Beschäftigte aus. Es beginnt der Ruhestandseintritt für die geburtenstarken Jahrgänge. Beim Verwaltungsgericht Frankfurt liegt der Altersschnitt bei über 57 Jahren. Bis 2030 werden etwa 40% aller heute noch aktiven Richter und Staatsanwälte in den Ruhestand gehen. Um diese Stellen nachbesetzen zu können, fordern wir als AfD-Fraktion in Hessen 300 zusätzliche Anwärterstellen für Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie eine wesentliche Gehaltserhöhung für die Anwärterstellen für die Gerichtsvollzieherlaufbahn. Nur mit einer ausreichenden Anzahl von gut ausgebildeten, qualifizierten und adäquat bezahlten Mitarbeitern können die hohen Erwartungen, die an unsere Justiz gestellt werden, auch in Zukunft erfüllt werden. Und dies muss in sämtlichen Bereichen in der Justiz und im Justizvollzug gelten. Unsere Forderungen im Haushaltsplan von zusätzlichen 300 Stellen für Richter und Staatsanwälte sowie die Umstellung und Erhöhung der Saläre für die Gerichtsvollzieherausbildung ist berechtigt, denn in der Zivilgerichtsbarkeit fehlt es an Richtern auch aufgrund der immer noch andauernden Klagewelle aus dem VW-Abgaskomplex. In der Verwaltungs- und der Sozialgerichtsbarkeit fehlt es an Richtern vor allem wegen der ungeregelten Immigration seit September 2015. In der Strafgerichtsbarkeit kommt es zu massiven Engpässen. Wir haben von diesem Protokollskandal gehört bei der Bearbeitung von Strafverfahren aufgrund des faktisch nicht vorhandenen Personals. Das derzeitige Gerichtsvollzieher-Ausbildungssystem ist so altertümlich und vom gesellschaftlichen Status und Berufsbild her so unattraktiv gestaltet, dass es ausgerechnet auch noch bei denen, die dem mühsam erfochtenen Rechtsanspruch dann endlich zur Durchsetzung verhelfen sollen, massiv an Nachwuchs mangelt. Mit unserer Forderung nach Schaffung von 300 neuen Stellen für Justiz und Erhöhung der Saläre für Gerichtsvollzieher-Anwärter verfolgen wir folgende wichtige Ziele: die Erhöhung der Effektivität der hessischen Gerichte und Staatsanwaltschaften, die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit an unseren hessischen Gerichten, die Erhöhung der Attraktivität der Ausbildung zum Gerichtsvollzieher. Die AfD wird von manchen verspottet als Law-and-Order-Partei. Wir sind stolz auf diesen Ruf. Wir wollen ohne jede Einschränkung oder Bedingung ein personell und sachlich
bestens ausgestattetes Gerichts- und Vollzugswesen. Zu guter Letzt noch ein Kommentar zu den Änderungsanträgen der anderen Fraktionen. Dem Antrag der SPD zur Neuschaffung von Stellen im Justizbereich sehe ich durchaus eine Bestätigung unserer Anträge. Auch die FDP sieht hier durchaus das Kernproblem, das heißt im Wesentlichen die Notwendigkeit zur Erhöhung der Stellenzahl in vielen Bereichen der Justiz. Fazit: In alledem können wir dem Haushaltsentwurf der Landesregierung nicht zustimmen. Vielen Dank, Herr Kollege Wissenbach. Das Wort hat der Abg. Christian Heinz, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine starke Justiz schafft Sicherheit, und eine starke Justiz, die schafft Vertrauen. Unter diesem Motto arbeitet das CDU-geführte Justizministerium und diese Koalition nun im siebten Jahr an der Stärkung unseres Rechtsstaats. In der vergangenen Wahlperiode wurde unter starkem Einsatz von der Justizministerin Eva Kühne-Hörmann das Stellenabbauprogramm unverzüglich gestoppt und umgekehrt in ein Aufbauprogramm zur Stärkung der Justiz. Immerhin das erkennt die Opposition ja an, dass wir seitdem jedes Jahr einen Nettoaufwuchs erreichen können. Und in dieser 20. Wahlperiode, meine Damen und Herren, setzt diese Regierungskoalition dieses Aufbauprogramm konsequent fort. Das gilt gerade und auch für das Jahr 2020 und diesen Haushalt, den wir heute beraten. Die Justiz, von der wir immer sprechen, das sind vor allem die Menschen. Das haben wir gemein, beispielsweise mit dem Kultusministerium, das ähnlich personallastig ist. Eine funktionierende Justiz, das sind vor allem die Menschen, die dort tagtäglich am Wirken sind. Und das sind natürlich besonders prominent und auch in Film und Fernsehen am häufigsten vertreten, die Richterinnen und Richter. Aber die Justiz, das ist viel, viel mehr. Es sind nicht nur die Richterinnen und Richter, es sind die Staatsanwälte, die Rechtspfleger, die Amtsanwälte, Geschäftsstellen, Mitarbeiter, Servicekräfte. Und nicht zu vergessen, ganz wichtig, auch die Vollzugsbediensteten. Jeder und jede von denen leistet tagtäglich einen Beitrag dazu, dass die Bürger zu ihrem Recht kommen und dass sie diesem Staat vertrauen können. Deshalb einen ganz herzlichen Dank für diese anspruchsvolle Tätigkeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, schon der Regierungsentwurf sah für die Justiz 279 zusätzliche Stellen in allen Bereichen der Justiz vor. Die Bekämpfung von Internetkriminalität ist und bleibt ein politischer Schwerpunkt dieser Koalition. Denn Rauschgifthandel, Waffenhandel und andere Straftaten, die finden eben nicht mehr nur auf der Straße statt oder in dunklen Hinterhöfen, sondern auch im sogenannten Darknet. Und dieses Darknet, das ist mindestens genauso dunkel und unheimlich wie ein dunkler Hinterhof auf der Straße jemals sein könnte. Denn dort können Verbrecher nahezu alles Illegale kaufen oder verkaufen oder sogar Morde in Auftrag geben. Das muss deswegen dort genauso konsequent verfolgt werden wie in der analogen Welt. Denn dort, was in der virtuellen Welt angebahnt wird und vereinbart wird, das führt nämlich zu realem Leid für Menschen und für Schaden in diesem Land und an allen möglichen Stellen auch dieses Landes. Der Kauf von Rauschgift über eine Plattform, der führt eben am Ende dazu, dass eine Substanz versendet wird, an einer Packstation von einem Süchtigen abgeholt wird und dessen Elend und seine Angehörigen verschlimmert. Auch Identitätsdiebstahl, Online-Betrug und Hackerangriffe nehmen weltweit zu. Daher ist es besonders gut und wichtig, dass die sogenannte ZIT, die Zentralstelle, 10 neue Stellen allein für Staatsanwälte und Staatsanwälte bekommt und auch weiter auch mit Ressourcen gestärkt wird. Hessen stellt sich auch gegen Hass und Hetze nicht nur im echten Leben, sondern auch im Netz. Für Volksverhetzung, Beleidigung und andere Straftaten ist bei uns kein Platz, weder online noch offline. Das Internet ist und darf kein rechtsfreier Raum sein, auch wenn mancher das glaubt, wenn er anonym von zu Hause aus das Dinge in die Welt setzt, die er sich nie gegenüber einem Mitmenschen auszusprechen trauen würde. Justiz ist aber viel mehr als Strafverfolgung und Strafvollzug. Prävention ist uns ganz besonders wichtig. Diese wollen wir weiter stärken, insbesondere auch im Bereich der Deradikalisierung im Strafvollzug. Wir wissen seit vielen Jahren, dass Islamisten oder Rechtsextreme am leichtesten im Vollzug angeworben werden können. Denn dort treffen die Rattenfänger auf Personen, die oft eine schwache Persönlichkeitsstruktur haben und nach einer Suche nach einem neuen Sinn in ihrem ja bislang missglückten Leben eben sind. Daher ist unser Programm, auch NEDIS und auch andere Programme und auch das besonders geschulte Personal, was wir dort einstellen, ausbilden und fördern,
ein ganz wichtiger Schlüssel, damit es überhaupt nicht erst dazu kommt, dass jemand im Vollzug sich diesem extremen Gedanken gut annähert. Und für den Justizvollzug ist auch das Personal genauso wichtig wie für die Justiz selbst. Mit den 70 neuen Stellen im Vollzug wollen wir diesen besser ausstatten. Wir wollen die Betreuungsquote der Insassen dadurch verbessern. Wir wollen Aus- und Fortbildung dort besser auch möglich machen und auch berufliche zusätzliche Perspektiven schaffen. Aber nicht alles, was den Rechtsstaat stärkt, kostet Unmengen an Geld. Der politische Wille, für diesen Staat einzutreten, der ist mindestens genauso wichtig und ich würde sogar sagen, auch noch wichtiger an vielen Stellen. Deshalb möchte ich jetzt im fünften Jahr, wo Sie laufen, auf unsere Rechtsstaatsklassen ein besonderes Augenmerk legen. Die haben für uns eine ganz herausragende Bedeutung. Dort lernen Menschen, die neu nach Deutschland gekommen sind, vieles über die rechtlichen Grundlagen des Zusammenlebens. Und ich empfehle wirklich jedem Kollegen hier im Haus, sich solche eine Rechtsstaatsklasse mal anzuschauen, sich mal eine Stunde dazuzusetzen. Denn die Richterinnen und Richter, die diese Klassen unterrichten, die tun das freiwillig. Aber die Migranten, die dort daran teilnehmen, tun das ebenso freiwillig. Die werden nicht dorthin gedrängt, sondern sehr, sehr viele sitzen dort und notieren sich auch wissbegierig das, was die Richter ihnen dort vortragen. Ich glaube, das ist ein schöner Erfolg, und wir sollten alle dafür werben, dass dort noch mehr Teilnehmer sich finden und auch noch mehr Richter sich bereit erklären, dort mitzuwirken. Und ein weiterer Schwerpunkt ist für uns, ist und bleibt für uns die Stärkung der Opferhilfevereine. Das ist ein wichtiges Signal an alle, die Opfer von Straftaten werden und sind. Und der Opferbeauftragte, der wird nicht nur das Symbol, sondern die erste Anlaufstelle für alle, die dort einen entsprechenden Bedarf haben. Ich möchte mich nicht dazu hinreißen lassen, alle neuen Investitionen und Innovationen aufzuzählen. Dazu reicht auch, glaube ich, die Redezeit heute nicht. Dafür bräuchten wir noch den gesamten Nachmittag. Ich möchte nur ein paar Eckdaten nennen. Schon die Regierung hat vorgeschlagen, den gesamten Etat um 118 Millionen Euro auf 1,55 Milliarden Euro zu erhöhen. Das ist eine Steigerung schon von knapp 8% des Budgets. Aber wir setzen als Koalition noch einige uns besonders wichtige Punkte obendrauf. Wir wollen zum einen durch unsere Änderungsanträge die Wirtschaftsstrafkammern insbesondere mit zusätzlichem Personal stärken, um Verfahren zu beschleunigen. Wir unterfüttern das Programm gegen Hass und Hetze im Internet mit zusätzlichem Geld. Wir wollen auch, dass eine Taskforce Rechtspfleger gegründet werden kann. Denn wir wissen, dass insbesondere auch dank der guten Konjunktur der letzten Jahre die Grundstücksgeschäfte deutlich zugenommen haben und damit auch die Protokollierungen durch die Gerichte. Und wir wissen auch, dass es durch zahlreiche Gespräche, dass es vermehrt zu größeren und schwierigen Erbschaftsangelegenheiten in den vergangenen Jahren gekommen ist. Alles das kommt am Schluss auch bei unseren Gerichten an, namentlich bei den Grundbuchämtern. Und ganz gezielt wollen wir auch die Amtsanwaltschaften stärken mit 10 weiteren Stellen. Hier erkennen wir an, auch durch viele Gespräche, dass dies eines der am stärksten belastenden Zweige der Justiz ist, die zusätzliche Aufgaben übernommen haben und die letztlich das Rückgrat der gesamten Staatsanwaltschaft und der Anklagebehörden sind und im Massenverfahren vieles erledigen, was bei den Staatsanwälten dann gar nicht erst auf den Tisch kommen muss. Diese Änderungsanträge haben im Ausschuss schon Sympathien und eine Mehrheit gefunden. Als Koalitionsfraktion ist uns damit gelungen, noch über die richtigen und wichtigen Vorschläge der Regierung hinaus noch einige weitere Akzente zu setzen und die starke Justiz weiter zu unterstützen. Und gegen Ende meines Vortrags möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass das Jahr 2020 das erste Jahr in Hessen sein wird, wo wir grundsätzlich nur noch verbeamtete Referendarinnen und Referendare in unserem Land haben werden. Es ist zum Herbst des vergangenen Jahres in Kraft getreten. Jetzt gibt es nur Übergangsregelungen. Aber in diesem Jahr werden wir ausschließlich verbeamtete Referendare haben, sofern die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Auch dies kostet Geld. Auch dies kostet Geld, das gehört zur Wahrheit. Aber es verbessert zum einen die Nachwuchsgewinnung, aber es verbessert auch, das war uns mindestens genauso wichtig, die Lebenssituation der Betroffenen, dass wir volle Akademiker gerade hier im teuren Rhein-Main-Gebiet nicht ausreichend alimentieren. Diesen Zustand wollen wir abstellen, wollen uns an die Spitze der Länder setzen bei der Ausstattung der Referendare und zugleich auch noch die Qualität der Ausbildung verbessern. Mit mehr Ressourcen für die Ausbilder, Nutzung von Online-Tools bei Übungsklausuren und viel mehr investieren wir auch in die Steigerung der Qualität unserer angehenden Richterinnen und Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte. Zusammenfassend kann man sagen, Gerichte, Strafvollzug,
Die gehören zum Kerngeschäft staatlichen Handels. Mit diesem Haushalt inklusive der Änderungsanträge der Koalition schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Justiz noch besser ausgestattet wird, Verfahren schneller werden können und das Vertrauen in den Rechtsstaat gestärkt wird. Vielen Dank, Kollege Christian Heinz. Das Wort hat die Frau Abg. Schardt-Sauer, FDP-Fraktion. Marion. Ja, wir haben ja jetzt gelernt, werter, hochgeschätzter, ja, mir fällt jetzt kein drittes Adjektiv ein, vielleicht im Laufe der Rede, Sitzungspräsident. Gott. Ja, man muss. Werte, hochgeschätzte Kollegen. Ja, okay. Ja, werte Kollegen, wir sind in einem Zentralbereich unserer Demokratie, dem Rechtsstaat und dem Einzelplan des Justizministeriums. Aus Sicht der Freien Demokraten eine klare Ansage. Die Ansätze in diesem Einzelplan 05 sind nicht ausreichend, um den aktuellen Herausforderungen an unseren Rechtsstaat gerecht zu werden. Dies spiegelt sich insbesondere im Bereich Personal in den hessischen Gerichten, aber auch in den hessischen Justizvollzugsanstalten wider. Nehmen wir den Themenbereich Justiz. Ein Stellenaufwuchs bei Richtern und Staatsanwälten ist dringend notwendig. Wir hatten beantragt in den Haushaltsberatungen 20 weitere Stellen bei den Staatsanwälten und 20 weitere Stellen in der sogenannten ordentlichen Gerichtsbarkeit usw. So aber, und das ist ein Punkt, den man feststellen muss, bei dieser Landesregierung, bei dieser Fachministerin für die Fläche, nicht für Sonderstaatsanwaltschaften, nicht für Sonderschwerpunkte. Ich sage immer inzwischen, auch im Werra-Meißner-Kreis, im tiefsten Odenwald, überall muss der Rechtsstaat modern, schlagkräftig und gut besetzt sein. Und das ist er aktuell nicht. Ein weiterer Punkt ist, das haben wir schon gehört, dass natürlich neue Entwicklungen technologischer Art, aber auch die Massenverfahren, ich erinnere Amtsgericht Frankfurt, Tourismus, die Klagen im Dieselskandal, komplexe Sachverhalte, Wirtschaftsstrafsachen, internationale Verwicklungen. Die Justiz hat sich ebenso wie unsere Gesellschaft neuen Anforderungen zu stellen. Lange Prozessdauer, Haftentlassung von Gefangenen, es wurde angesprochen, sind, wenn Gefangene aus der Untersuchungshaft entlassen werden, weil das Protokoll nicht schnell genug geschrieben ist. Meine verehrten Kollegen, das ist ein Warnsignal. Das geht nicht. Das versteht draußen kein Bürger. Insbesondere die Verstärkung in der Fläche ist nötig, um diese effektive und schnelle Strafverfolgung zu gewährleisten. Und alleine die Aufstockung von Amtsanwaltschaften, das wurde eben angesprochen, hilft da wenig in der Gesamtbetrachtung. Ja, Amtsanwälte leisten eine wichtige Funktion. Jeder weiß das aus den Tätigkeiten bei den Amtsgerichten. Und sie haben natürlich auch in einem Rechtsstaat eine elementare Aufgabe. Aber es hilft nicht bei diesem großen und umfangreichen Verfahren. Und wenn man sich an dieser Stelle, wie die Landesregierung gerne bisher und sicher auch nachher tut, auf den Pakt für den Rechtsstaat beruft, auf dem sich die Landesregierung gerne ausruht, so kann ich Ihnen an dieser Stelle sagen, dass dadurch der reale und nochmals in der ganzen Fläche betrachtete personelle Bedarf im Justizbereich eben nicht befriedigt wird. Die Justiz in Hessen, werte Kollegen, ist überlastet. Die Zahl der Richter und Staatsanwälte liegt in vielen Bereichen deutlich unter dem Bedarf, der, wie gesagt, gestiegen ist. Und so machen wir es uns nicht vor, er wird weiter steigen. So lag der Deckungsgrad für Staatsanwälte 2018 lediglich bei 78%, der für Verwaltungsrichter bei 82%. Weitere Stellen in gehobenem Dienst an hessischen Gerichten waren unbesetzt. Und auch die Dauer der Verfahren selber, also wie schnell erfährt der Bürger, der Verletzte, der Beklaute, wie schnell erfährt er Recht? Das ist etwas Elementares.
Das ist nichts bürokratisch Langweiliges. Aber die Antworten dort der Hessischen Landesregierung auf unsere jüngste Anfrage zeigen, dass hier dringend Handlungsbedarf besteht. Nach der Antwort der Landesregierung wurden an hessischen Gerichten im Jahre 2018 in 353 Fällen wegen überlanger Verfahren Verfahrensrügen ausgesprochen. In 17 Fällen musste eine Entschädigung gezahlt werden. Meine werten Kollegen, das ist ebenfalls nicht haltbar. Justiz darf nicht in derartiger Länge warten lassen auf das erwartete Urteil. Es muss einfach darauf geachtet werden, und das muss immer an erster Stelle sein, dass das Vertrauen bei uns allen, in allen Generationen, bei jedem Betroffenen erhalten bleibt. Und dafür braucht es eine moderne und leistungsfähige Justiz, die sich justiert, eingeräumt auf die immer steigenden Entwicklungen. Und auch nur diese schnelle Justiz, das zeigt gerade die Erfahrung im Strafrecht, zeigt Wirkung bei den Tätern und ist ein klares Signal, besser wie jede Kampagne. Es ist doch das klarste Signal an Täter. Der schnelle und effiziente Rechtsstaat, und dafür muss die Justiz besser ausgestattet werden, personell, aber das muss man auch sagen, wenn man sich manche Amtsgerichte anschaut, auch technisch und bei den Sachmitteln. Und Frau Kollegin, denkst du an die Redezeit? Danke für den Hinweis. Der Kollege Heinz hat zu Recht darauf hingewiesen, dass es auch an Stellen, dass auch der Justizvollzug, der ja immer gerne vergessen wird bei dieser Gesamtbetrachtung, mit zu diesem schlagkräftigen Rechtsstaat gehört. Und auch hier hätten wir uns für den breiten Dienst, nicht wieder für Sondertruppen, da, wo der Schichtdienst geschoben wird, Frankfurt 1, Frankfurt 4, wo wir eh Probleme haben, Leute zu gewinnen für diese Arbeit, da eine Entlastung zu schaffen, da hätten wir uns einen Stellenaufwuchs gewünscht, hatten einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Und auch dort, und das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen und nicht sagen, das sind die Schlüssel und die laufen immer weiter, Drogen, Sprachprobleme, psychische Auffälligkeiten, die arbeiten in Justizvollzugsanstalten, ist hart und wird immer härter. Wir sind verpflichtet, auch in diesem Bereich einen starken Rechtsstaat zu zeigen und die zu unterstützen, die es tun. Und deshalb eine personelle Entlastung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! CDU und GRÜNE als die Regierung tragenden Fraktionen und selbstverständlich die Landesregierung selber weigern sich, zur Kenntnis zu nehmen, wie überlastet die Situation der Justiz in Hessen ist. Folgerichtig sind auch Ihre Ansätze in dem diesjährigen Haushalt für die Justiz vollkommen unzureichend. Wir haben schon von Beispielen gehört. Herr Kummer hat einen sehr prominenten Fall der Konsequenzen von Verzögerungen in der Justiz benannt. Leider ist das aber nicht nur bei prominenten Fällen so, sondern es ist Alltag in Hessen. Und ich will Ihnen heute in der Haushaltsdebatte einfach nur zwei Beispiele dieses Alltags zur Kenntnis geben. Das eine ist ein Schreiben des Sozialgerichts Wiesbaden vom Juli letzten Jahres. Dort wird dann mitgeteilt, aufgrund einer Vielzahl an älteren und vorrangig zu entscheidenden Verfahren ist eine zeitnahe Terminierung dieses Verfahrens nicht beabsichtigt. Hierfür wird um Verständnis gebeten. Ich habe da keins für. Bis heute ist diese Sache immer noch nicht terminiert. Ein zweites Beispiel, um ein bisschen Realität hier noch einmal zu illustrieren, ist ein Schreiben des Amtsgerichts Frankfurt am Main. Dort heißt es, die Unterzeichnende wird im April ihren Dienst beenden. Bis dahin stehen freie Termine nicht mehr zur Verfügung. Die Dezernatsnachfolge ist derzeit noch nicht geklärt. Sobald diese feststeht, wird ein neuer Termin bestimmt werden. Diese Alltagssituationen in der hessischen Justiz müssen beendet werden. Dieser Ansatz im Landeshaushalt sieht da keine Konsequenzen vor. Deswegen werden wir ihn auch ablehnen.
Vielen Dank, Kollege Dr. Wilken. Das Wort hat die Justizministerin, Staatsministerin Günther-Herrmann. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Rechtsstaat in Hessen ist gut aufgestellt. Der Kollege Heinz und Frau Förster-Heldmann haben es gesagt, weil seit über 6 Jahren ein Stellenaufbauprogramm existiert. Und dazu werde ich gleich mehr sagen. Das ist ein riesiger Erfolg in Hessen. Bis vor 6 Jahren gab es Stellenabbauprogramme. Jetzt gibt es Stellenaufbauprogramme. Und die Stellen, die geschaffen worden sind, die sind mehr als das, was an Abbau zu verzeichnen ist. Und deswegen, wenn man im Personalbereich über alle Stellen redet, nicht nur über Richter und Staatsanwälte, dann ist das Justizaufbauprogramm im Personalaufbau so erfolgreich. Frau Ministerin, keine Fragen. Gut. Ich will im Gesamtzusammenhang vortragen. Dann ist die Gesamtbilanz nach 6 Jahren so, dass trotz aller Abbauprogramme, die es vorher gab, 860 neue Stellen geschaffen worden sind. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, kann sich sehen lassen. Und diese Stellen sind auch, anders als das vorgetragen worden ist, nicht nur bei Richtern und Staatsanwälten aufgebaut worden, sondern die beiden Kollegen aus den Koalitionsfraktionen haben das eben erwähnt, bei Rechtspflegern, bei Justizfachangestellten, im Justizvollzug und Frau Schardt-Sauer, selbst im Haushaltsplan diesmal kann man lesen, dass auch in dem allgemeinen Vollzug Stellen angekommen sind und eben nicht in Spezialdiensten. Aber da muss man natürlich einmal richtig gucken, was im Haushalt eigentlich steht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die starke Justiz schafft Sicherheit und Vertrauen und die Freiheit des Einzelnen. Das ist der Kern. Und der Kollege Heinz und Frau Förster-Heldmann haben darauf hingewiesen, dass das nur mit personalintensiven Maßnahmen hinzubekommen ist. Nebenbei bemerkt will ich sagen, dass bei den Richterstellen, die wir geschaffen haben, der Stellenbesetzungsgrad bei über 96% liegt. Das heißt, 96% der Stellen, die im Parlament beschlossen worden sind, sind in der Praxis angekommen, und zwar nicht nur bei den Spezialeinheiten, sondern flächendeckend im ganzen Land. Wir haben dafür gesorgt, dass insbesondere nach dem Tode von Walter Lübcke und auch davor sich mit Hass und Hetze im Netz beschäftigt wird. Und da die Spezialeinheit ZIT diejenige ist, die sich allzuständig nur mit diesem Thema auch beschäftigt in Hessen, ist es so, dass wir jetzt ein System haben mit den sogenannten NGOs und mit Meldeketten und Systemen, dass wir zum ersten Mal bundesweit die Einzigen sind, die in der Lage sind, Hass und Hetze zu verfolgen und zu verurteilen und nicht nur dafür zu sorgen, dass diese Meldungen gelöscht werden. Und das geht nur mit zusätzlichem Personal. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass das gelungen ist, der ZIT so viel Personal zur Verfügung zu stellen. Und ich bin auch dankbar all denen, die sich diesen schrecklichen Themen jeden Tag widmen. Und da will ich ganz besonders herausnehmen, diejenigen, die bei der ZIT nicht nur Kinderpornografie, Hass und Hetze im Netz und andere Dinge machen, das ist eine hohe persönliche Herausforderung. Und deswegen herzlichen Dank stellvertretend für alle anderen diesen Staatsanwälten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin den Koalitionsfraktionen, den beiden, sehr dankbar, dass in den Änderungsanträgen weitere Stellen dazugekommen sind. Das ist durchaus kein gewöhnlicher Vorgang. Und dass diese Stellen auch ganz besondere Bereiche betreffen. Und deswegen will ich das noch einmal in Erinnerung rufen. Es sind Änderungsanträge gemacht worden, bei denen unter anderem Amtsanwältinnen und Amtsanwälte gestärkt werden, nämlich die, die die höchste Belastung haben, 10 weitere Stellen. Es sind Rechtspflegerstellen geschaffen worden für eine Taskforce im Grundbuch- und Nachlassbereich bei Belastungsspitzen. Das betrifft jeden einzelnen Bürger, der mit Grundbuch- und Nachlasssachen zu tun hat. Und wir sind in Hessen, was Wirtschaftsstraftaten angeht, ganz besonders betroffen von großen Verfahren und komplexen Verfahren. Ich will nur ein Stichwort nennen, Cum-Cum und Cum-Ex. Und auch diesen Bereichen wird durch zusätzliches Personal Rechnung getragen. Und deswegen herzlichen Dank dafür. Der Justizvollzug gehört auch zur Justiz. Das ist eben auch genannt worden. Ich will es aber noch einmal erwähnen. 70 neue Stellen. Die Hälfte davon, Frau Schardt-Sauer, im allgemeinen Vollzugsdienst. Genau da, wo Sie es gefordert haben, da müssten Sie eigentlich zustimmen können.
Da geht es um die leitliniengerechte Behandlung psychisch kranker Gefangener sowie natürlich Deradikalisierung im Justizvollzug und ähnliche Dinge mehr. Ich will auch dazu sagen, wenn man allen Bediensteten dankt, die im Vollzug befindlichen Bediensteten, die haben auch täglich alle Kraft zusammenzuhalten und alle Aufmerksamkeit zu haben. Wir haben 3.000 Beschäftigte im Justizvollzug, die mit immer schwierigen Inhaftierten arbeiten. Und deswegen herzlichen Dank auch an dieser Stelle an alle, die in dem schwierigen Bereich des Justizvollzugs tätig sind. Ich will den Opferschutz nicht unerwähnt lassen, weil der Opferschutz und die flächendeckenden Opferberatungsstellen auch ein wichtiger Bestandteil innerhalb der Justiz sind. Deswegen ist die Erhöhung der Mittel in diesem Bereich mit 500.000 € und die Einbindung der Opferhilfen ein ganz entscheidender Faktor. Herr Generalstaatsanwalt, Herr Prof. Fünfsind, ist zum 1. April 2020 wird er zusätzlich als ehrenamtlicher Beauftragter der Hessischen Landesregierung für Opfer von schweren Gewalttaten und Terroranschlägen berufen. Das ist der richtige Mann an der richtigen Stelle, der diese Mittlerfunktion dann auch wahrnehmen wird. Und die Personalgewinnung ist schon angesprochen worden. Wir brauchen die besten jungen Leute in der Justiz. Das gelingt uns zunehmend auch, aber man muss auch mehr tun. Die Rechtsreferendare als Beamte, professionelle Ausbildung mit hauptamtlichen Ausbildern und Online-Kurse, alles, was von den beiden Kollegen Frau Förster-Heldmann und Herrn Heinz gesagt worden ist. Wir liegen in der Mitte Deutschlands, wir haben spannende Gebiete, und ich glaube, dass wir bei der Nachwuchsgewinnung auch sehr erfolgreich sein werden. Zum Schluss, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es das Personal, das die Justiz stärkt. Wir sind im Vergleich zu anderen Flächenländern sehr gut aufgestellt. Mit diesem Haushaltsplanentwurf wird es gelingen, die nachhaltige Stärkung und Zukunftsfähigkeit der Justiz konsequent fortzuschreiben und die hohen Anforderungen an eine moderne und bürgernahe Justiz weiter zu erfüllen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Das war der Einzelplan 05 Justiz.